Ich denke, es spielt nach wie vor eine große Rolle und wird oftmals unterschätzt, vor allem in unserer mobilen Arbeitswelt. Personen werden mittels Webcam beobachtet und ausspioniert. Gerade in der heutigen Zeit mit der einfachen RFID-Datenauslesung kann man im Vorbeigehen die Bankdaten oder die Identität der Person auslesen. Es ist im Grunde genommen eine kleine Investition, die dennoch eine große Wirkung erzielen kann, um entspannteres Arbeiten gewährleisten zu können. Wir sind sehr gut aufgestellt im Bereich der Blickschutzfilter und Notebookschlösser. Wir haben ein spezielles Keymaster-System, aber auch Netzwerkkameras und Webcam-Cover runden eigentlich unser Profil in dem Bereich ab. Nein, eben genau nicht, denn auf Dienstreisen, in der Bahn, im Flugzeug, am Flughafen oder Kaffeepark, wie schützt du dich hier? Genauso eben Notebooks an einer Messe oder Ausstellung in Verkaufsräumen. Was viele eben nicht wissen, ist, Notebookschlösser kann man zum Beispiel auch für Laufwerke, Projektoren oder Drucker benutzen. Mit Schnelligkeit sowie Aufmerksamkeit von mir und flinken Füßen unserer Mitarbeiter in Taiwan, als Dell zum Beispiel im vergangenen Jahr ein neues Notebook auf den Markt gebracht hat mit dem sogenannten Noble Lock, haben wir sehr schnell reagieren können. Die gesamte Menge von 300 Stück wurde am 7. September eingebucht ans Lager und ist am selbigen Tag schon wieder ausverkauft gewesen.